Hallo zusammen, hier ist der Metalstormix, der Modell über den Hub. Oh, würde man sagen, Tiger ist das Thema. Beziehungsweise Königstiger. Heute soll es weitergehen mit der Folge 2. Haben sich viele Informationen, für mich jedenfalls, angesammelt, die wir jetzt schon raus müssen. Deswegen wollte ich jetzt nicht noch ein paar Tage warten, sondern einfach jetzt schon mal das Ding rauswerfen. Wer weiß, vielleicht fällt mal wieder Facebook, WhatsApp aus oder wie auch immer. Da könnt ihr vielleicht dann andere Videos schauen im Internet über das Thema Tiger. Ich habe auf jeden Fall vor, mal 3 Videos zu verlinken und zu informieren über das Thema Königstiger. Aber kommen wir kurz zur Folge 2. Sieht bei mir so aus, wenn es ankommt. Ich habe jetzt noch die Folge 3 hinten liegen. In dem Paket 1 sozusagen, mit den Folgen 1, 2, 3 war noch die, wie heißt denn, Tafel drin. Hochwertige, das können wir jetzt noch merken. Hochwertige Metallpräsentationstafel ist in der ersten Lieferung, genau. Okay, die lasse ich aber noch drin. Vielleicht packe ich die im Jahr aus. Muss jetzt nicht sein, dass ich die jetzt schon der Verpackung entreiße. Aber das packe ich jetzt aus. Definitiv. Wir wollen ein Stück weiterkommen. Stückchen. Stück für Stück. Den Tiger 1 habe ich jetzt schon sauber gemacht. Aber ich glaube mal, den zeige ich dann in der nächsten Folge, in der Folge 3. So, das müssen wir auch noch auspacken. Weiß jetzt gar nicht, reicht das, wenn ich... Dann haben wir das größere Messer. So. Ja. Es waren zahlreiche Kommentare dabei. Dafür mal vielen Dank. Hätte ich gar nicht schneiden müssen. Ach. Doch. Naja. Oh, Schrauben nicht wegschmeißen. Oh. Muttern nicht wegschmeißen. Muttern, alles klar. Du kommst dahin. So. Fassen wir mal an. Ja, schön. Gucken wir noch mal. Also die Metallteile sollten eventuell dann doch alle aus Zink sein. Er macht irgendwie... ist ja nur... Ach so, ist ja noch ein Teil. Das macht so den Eindruck, als ob der Turm schon mal viel größer wäre, werden wird, wenn das so zusammengehört. Ja, jetzt schauen wir mal. So, das zum Turmdach. Was ist hier los? Das ist extra. Extra Eis, extra Kugel. So, nochmal Plastik. Wir bauen einen Plastikturm. Falls es jetzt gleich im Hintergrund scheppert, dann ist der Plastikturm ja runtergefallen. Sehr fragile Installation. Ja. Zum Auskippen, mal gucken. Plastik. Okay, also. Die Luken. Die Turmluken sind aus Plastik. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Ich hätte es mir gewünscht aus Metall. Vielleicht, dass der Turm komplett aus Metall wäre, wäre schön gewesen. Aber ich weiß nicht, wo die Entscheidung dann liegt und fällt, was Plastik und Metall ist. Das weiß man nicht. So, da sind wir wohl gleich bei der Geschichte im Heft des Panzers Henschel Contra Porsche. Da kommt schon mal der erste Hinweis von mir. Seltsamerweise, komischerweise, hat gestern der YouTube-Kanal Das Panzermuseum einen ersten Teil gedreht, 1 von 3, wo sie sich ausschließlich dem Thema Geschichte, Entwicklung des Königstigers beschäftigen. Und ich glaube, da braucht man nicht viel erzählen, kann man ja eh bloß verplappern hier. Schaut euch das mal an, den Link tue ich rein, noch oben rechts. Und ist eigentlich sozusagen brandaktuell. Ich glaube, es waren ca. 25 Minuten. Vollgepumpt mit Informationen. Das hat der Kollege skriptfrei runtergerasselt.
Für mich war ganz seltsam und nicht seltsam, war ganz neu, wie früh sie den Auftrag bekommen haben, den Panzer, den Königstiger, beziehungsweise das VK, das Vollkettenfahrzeug, 45 Tonnen, dritte Version, 4503, zu entwickeln. Also, oh, hier sind die Bereitschaftsmunition. Ah, okay, alles klar. Also die Granaten kriegt man dann auch zwei Stück. In der Lieferung drei oder vier. Hoffentlich passen die wirklich in den Turm rein. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Es ist interessant. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt schon wieder verblabbert. Und dann gibt es wieder einen Daumen nach unten von irgendwelchen Leuten. Oh, aber Daumen nach unten, wenn es stürzt. Wichtig sind mir die Daumen nach oben und die vielen netten Kommentare. In dem Sinne, schaut es euch an, das Video. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach so, wir wollen ja bauen. Was müssen wir denn heute bauen? Turmdach, Hinterteil, Vorderteil, Panzerscheibe. Was? Panzerscheibe zum Aufbau, Lüfter. Na, Verteidigungswaffe. Kommt der Deckel dann dazu. Das ist dann, wo das MG drauf kommt. Und Deckel zum Hülsenauswurf. Aha. Und drei Trageösen. Ich nehme an, die sind für die Wartung. Wenn man den Turm mal anheben muss, weil man am Drehkranz was machen will oder wie auch immer. Das ist so eine wilde Theorie von mir, das weiß ich jetzt nicht genau. Und als erstes soll man die Trageösen dann am Turm befestigen mit den Muttern. Und wie sieht das hier aus? Nicht, sieht man. Man soll einfach die Muttern draufschrauben. Das wird jetzt interessant. Weil ich habe wahrscheinlich nicht das richtige Werkzeug. Weil der Turm ist glatt. Innen das Turmdach. So, und wie soll ich jetzt die Muttern dran kriegen? Weil so wie ich weit und breit sehe, habe ich vieles, aber kein Mausschlüssel oder sowas. Aber gut, machen wir einfach mal weiter. In dem Zipbeutel mit den Muttern sind noch zwei Stifte drin. Aufpassen. Interessant, interessant. Und jetzt mal gucken. Muss ich schon mal gucken. Mal. Wie gehen die drauf, weil die Ösen sind lackiert. Ach, das ist ja schön fummelig. Das ist schon mal schief und das ist schon mal ein bisschen gerade. Ja, das wird Weltklasse, denke ich mal. Plant man schon mal 10 Minuten ein oder eine Viertelstunde. So, machen wir mal was drauf. Ja, die anderen sind auch schlecht zu erreichen. Zum Rankommen. So, irgendwie mit viel Geduld und Spucke das Ding da gerade drauf kriegen. Mit einer Pinzette glaube ich nicht, oder? Jawohl. Das ist ein geiles Geduldsspiel für Ältere. Ah. So ist schon cool. Okay. Ich erinnere mich an was. Moment. Schauen wir schnell. Es gibt doch Werkzeug zur zweiten Lieferung. Und da sieht es doch so aus, als ob so ein Schraubenmuttern-Drehdingsbums dabei ist. Ja, dieser. Den Koffer habe ich nämlich schon mal. Nicht für den Panzer bekommen, sondern für was anderes. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Zweiter Videotipp, Kais Modellbau. Kanna. Der macht sich echt Gedanken. Ich will nicht sagen Sorgen. Macht sich echt Gedanken. Neben dem Bau des Panzers auch, wie es mit dem Werkzeug, Materialien aussieht und auch Geschichtliches und Zusammenarbeit mit anderen Kanälen oder Museen. Schaut doch mal rein. Ich kann mich dem eigentlich zu allem fast anschließen, fast komplett.
Und seine Gedankengänge sind ganz interessant, weil die würde ich mir unbedingt nicht alles so machen. Ich will nur bauen. Aber gut, danke für die Inspirationen und vielleicht schaut euch das Video mal an. Ja, so. Den Koffer war ein Abo-Geschenk, sagen wir mal so, mal mit bezahlt. Und der riecht heute noch. Und jetzt habe ich mal den kleinsten da drauf gepackt. Den kleinsten. Und der kleinste, jetzt mal kurz gucken, ist nicht geeignet. Ja, nicht geeignet für das. Also das macht keinen Sinn. Die Werkzeugkiste ist... Nö. Die riecht bis heute noch. Und die hilft euch jetzt auch nicht weiter. Bei dem Problem. Es ist... zum Mäusewerden. So, noch weiter suchen. Den Schraubenzieher, das Set habe ich mir erst relativ vor kurzem geholt. Warum auch immer. Und jetzt versuche ich mal die 4.0. Die 4.0, die geht. So. Die 4.0. Scheinbar. So, weil der graue Schraubenzieher ist bei mir noch nicht so lange im Einsatz. Ha, vielleicht habe ich Glück. Und ich glaube, so wird es nicht funktionieren, so wird es schön, aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen mit der Trageöse. Böse Trageöse. So, jetzt auch noch ein Bild bleiben, oder was? Weil hier mit einer Zange drauf rummontieren, nee. Das machen wir nicht. Oh, das ging sportlich, dass wir Glück gehabt. Einmal richtig struff Stücke. So, nochmal in Ruhe. So, einmal drauf stecken. Halbwegs gerade und dann ganz vorsichtig. Nee, doch. Doch. Doch nicht. Jawohl. Haben wir abgedreht. Also nicht so viel, aber die Öse ist jetzt hier eins befestigt. Mit einer Mutter, das andere steckt drinne. Damit ist es fest. Und es klappert auch nicht. Ja, ist unschön, echt unschön, aber habe ich selber verbockt. Also Vorsicht. So, und die anderen? Das sind jetzt noch zwei. Ah, Skandal. Ah, es wäre schön, wenn er vielleicht Rachette noch eine Öse mit reintut. Eine zweite. Dann könnte ich das nochmal versuchen. Aber deswegen nochmal eine Packung bestellen, eine komplette Folge, weiß nicht. Dann wird er jetzt extrem gehemmt gerade. So. Halbe Drehung, noch eine halbe Drehung. Nicht mehr, nee, Gottes Willen. Das ist wahrscheinlich irgendwie bloß Guss oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ach ja, keiner wird sehen, dass mir das passiert ist, wenn der Turm mal drauf ist. Da wünsche ich euch mehr Glück. Ich habe euch vorgewarnt, Freunde der Sonne. Und ja, passiert mir eigentlich nicht so oft, dass ich was zerstöre aus Kraftgründen. So. Ganz vorsichtig angezogen. Wo bin ich denn hier? So, vielleicht die
Ja. Baufehler. Hat's mich wieder erwischt. So. Die zwei Ösen sind dran. Tun wir nicht in den Leim rein. Jetzt geht mir wieder der Platz aus. Wo kommt die? Die dritte erst zum Schluss, oder was? Oder was? Ja, zum Schluss. Nee, machen wir gleich, komm. Die dritte Öse, gerade nochmal geschaut, das ist der letzte Bauschritt. Die soll am hinteren Turmdach dran. Komm hin. So, hier rein, alle schön grün. Na, nochmal gucken. Sind die alle im grünen Bereich? Ja, die sind alle im grünen Bereich, die zwei. Gut, dann machen wir jetzt noch die Restmuttern drauf. Eine Reservemutter haben wir. Das ist schon mal interessant. Aber so eine. So. Oh, knapp. Kais Modellbaukanal geht auch hier auf die Problematik ein, wenn er hier mit der Zange oder mit anderen entsprechenden Werkzeugen rangeht, die nicht so schmal sind, hier oben, dann kommt ihr hier nicht ran an die Mutter. Ich habe jetzt Glück. Ja, dummer Schwein. So muss es sein. Wir haben jetzt zwar das Ding abgebrochen, aber dafür, hier wird es auch nochmal eng. Aber ich glaube, es ist dieselbe Entfernung oder Distanz oder. So. Jawoll. Okay. Also das Set habe ich auch noch mal. Möchte ich auch noch einmal verlosen. Zu Weihnachten wahrscheinlich. Und dann wisst ihr schon mal, wo ihr es einsetzen könnt. Also, das Geld hat sich jetzt schon fast rentiert, sagen wir mal so. Ne? Gut. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt machen wir die Turmluken. Panzerscheibe, was ist Panzer? Nehmen Sie die Panzerscheibe 2C. Panzerscheibe. Und mittig aufs Turmdach auflegen. Also wirklich, da steht Panzerscheibe. So, Panzerscheibe. Ja. Eine Panzerscheibe. Mittig auflegen. So, haben wir da viel Spaß. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Geht das zu? Dann wollen wir es hoffen. So, oha. Aha. So schließt das besser ab als. Scheinbar habe ich auch das Problem, dass die Turmluke. Oh ja, gut. Also. Ja, definitiv. So schließt die besser ab. Bin da ein bisschen vom Marquis Modellbaukanal ein bisschen naja, sensibilisiert. So, wir machen das einfach mal so. Ich hoffe, die Schrauben gehen rein. Aha. So. Ey, ätzend. Bin ich auch so ein Glückskind und hab die falsche Turmluke lackiert gekriegt. BP-Schrauben. Der Tag kippt. BP-Plastik. Wir schrauben Plastik. Zwei Schrauben. So. Öpp. Alles halb so schlimm. Das wird schon gut, das wird schon gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Schraube fast. Okay. Plastik, Vorsicht, nicht so tolle. Ein bisschen noch. So, Bohrung gefunden. So. Nee. Ach, Mann, oh. Ja, ich habe auch das Problem. Also, wenn man es nicht wüsst,
Hier hinten ist jetzt ein schmaler Schlitz. Ich könnte es ja so lassen oder ich könnte rumschnitzen und rumfeilen. Ich weiß nicht, schreibt mal einen Kommentar, was ihr jetzt machen würdet. Ich schraube das mal so jetzt fest. Die sind ja hier auch unterschiedlich. Aber warte mal, da ist so ein Plastik. Das Plastik, das können wir noch wegschneiden hier. Da ist vielleicht noch was zu retten. Naja, komm. Vielleicht alles halb so schlimm. Nein, nicht da rein. Nicht. Das war vielleicht schon wieder dumm. Das war bestimmt dumm. Ja, passt ja zu mir. So, nö. Nö, wird nicht dichter. Nö. Wird nicht dichter. Man könnte hier vielleicht noch ein bisschen. Ich schnitz mal noch ein bisschen. So, da sind wir wieder. Wir haben noch ein bisschen was rumgeschnitzt und gemacht, aber ich glaube, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Man hat immer noch einen leichten. Ja. Aber vielleicht ist der Panzer so. Das sind ja alles so passgenau ist, ein paar Millimeter und so weiter. Ja. Andersrum hat es wesentlich besser gepasst, dichter und so fort. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon beim Lackieren ein Fehler, dass die Turmluke irgendwie nicht richtig rumlag. Mal sehen, vielleicht hat noch jemand einen Tipp in den Kommentaren. Der Turm ist ja noch lange nicht fertig. Ist natürlich ein bisschen frustrierend. Entweder habe ich jetzt wieder was verbockt oder naja, für das Geld. Entweder soll es also sein, dass der kleine Abstand möglich ist und so weiter. Aber ich meine, ich habe bei Videos schon gesehen, bei den anderen sieht es irgendwie besser aus. Gut, aber wollen wir keine schlechte Laune verbreiten. Schauen wir mal, was noch kommt, die Tage. Ich habe 2 Muttern übrig. Warum? 1, 2, 3, 4. Ach so, klar. Ich habe ja das Ding abgebrochen. 1, 2, 3 und ja, gut. Das sind ja Schrauben. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Sekundenkleber. So, was stellen wir jetzt Böses an? Wir bauen noch eine Luke ein, eine Klebeluke. Ach, da kann nichts schief gehen, die ist khaki. So. Ja, mal hoffen, dass das passt. Nee, das sah gut aus. Das sah schon besser aus. Ein bisschen alles Kleber. Und eben Stoff. So. Ein bisschen was in die Mitte sollte reichen. Und dann den dicken Stift nach hinten auf das Turmdach reinpressen. So. So, passt schon. Zack. Das war jetzt problemlos. Ja, meine ich. Nächster. Ha, was machen wir jetzt? Turmdach-Hinterteil nehmen wir jetzt. Turmdach-Hinterteil. Ich hatte noch ein Video. Ah ja, genau. Name habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich blende euch ein Stück von dem Video ein kurz. Wenn ihr Lust hat, sich mit dem Turm zu beschäftigen, mit dem ganzen. Und auch mal mit dem Kollegen da reinkrabbelt in den Königstiger Turm, kann man sich noch mal ein bisschen Vorstellung machen, dass das kein Luxus war. Und ein schönes Video eigentlich. Fand ich faszinierend. Vor allen Dingen, wo die Bereitschaftsmunition dann liegt. Was der Ladekanonier für Spielraum hatte. Das ist jetzt wirklich nicht so vom Feinsten. Und wenn ich überlege, die große 8,8er in dem kleinen Turm und da sitzt du direkt daneben und dann feuert das Ding ab. Junge, das war bestimmt kein Platz am Pool. Also, aber jetzt geht's weiter kurz. Ja,
Da musst du eigentlich einen Hörschaden kriegen, wahrscheinlich. Okay, hier machen wir weiter. Was muss ich jetzt machen? Ich muss das Ding einsetzen und hier ist irgendwie ein Nippel. Aber wofür? Wofür? Das ist eigentlich hier nicht relevant. Denke ich mal. So, das muss, die Scharniere müssen zum Luke hin zeigen. Ja. Okay. Dann müsste das ungefähr so aussehen. Ja. Und dann, ach du Scheiße, ich habe keine Zange. Ah, ja. Ich muss mir echt eine Zange kaufen. Ich hab keine. So, die Turmluke. Das Grüne muss dahin zeigen. So, dann müssen wir das hier so einsetzen. Und dann müssen wir dann den Stift durchziehen. Aber ich glaube an der Stelle brauche ich noch keine Zange. Ich brauche da wahrscheinlich nur irgendwas, womit ich den Stift dann da durchkriege. So. Zangenset. Ja, muss ich gucken. So, hier einsetzen. Nochmal ausrichten. Dann mache ich hier vielleicht das hier. Pinzette. Ja. Ui. So richtig gefühllos. Aha. So. Splint ist drin. Schließt Gott sei Dank dicht. Hätte ich mir auch so einen Clipser vorgestellt. Wo die. Ach nee, dann krieg ich dann nicht mehr auf. Aber so. So ist schon gut. Ist schon gut. Ja, wollen wir nicht weiter rummeckern. Passt. Dann sind wir eigentlich mit der Folge 2 fertig. 2. Vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich schon mal. Und vielleicht habt ihr noch Tipps und Tricks für mich. Fazit von dem ganzen Ding ist einfach so, man muss Werkzeug suchen, definitiv. Hier passt auf. Da gibt es scheinbar ja, ab und zu mal jemand, der ein falsches Turmloch kriegt. Und schaut, dass er hier die Dinger nicht abbrecht. Von den, ach, wie heißen sie nochmal? Turmdingern. Ach ja, in dem Sinne, nö, ich ärgere mich jetzt nicht auch drüber. Alles gut. Ich hoffe, die dritte Folge geht besser vonstatten. Ja, schauen wir mal. In dem Sinne, ja, schaut mal wieder vorbei bei Metal Storm. Und ja, bis dahin. Ciao, tschüss. Da ist er wieder, der Metal. Haha. Nachtrag von mir. Ich war gerade beim Aufräumen, habe gesehen, ich habe noch einen Zip-Beutel mit 2 AM-Schrauben. Und da meine ich mir, das kann jetzt sein. Da hast du was vergessen. Jo, habe ich. Ich habe vergessen, von dem Turmlug, Bauschutt 7, das Ding mit AM festzuschrauben. Ja, das Ding mit Seitenverkehr. Habe ich ihn angestellt? Kamera, ja. Yeah. Kamerabild habe ich auf Spiegel gestellt. Fuck. Jetzt, wo ist das Ding? Hier. Das hintere Turmdach. Hier die Luke, wo ich mich so gefreut habe, dass die bei mir schließt, bündig. Vielleicht ändert sich das jetzt, was ich nicht glaube. Muss ich nicht noch mit einer AM befestigen. Mit einer AM-Schraube. Vor lauter Freude ganz vergessen. So, und dann hält das auch. Geht auch nicht wieder ab. Also wenn er das vergisst und jetzt schließt es nicht mehr richtig. Aha, interessanter Effekt. Interessant, interessant. Jetzt wieder besser. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder besser. Jetzt wieder nicht. Also irgendwie war das besser ohne Schraube.
Ja, da muss ich auch mal ein bisschen fummeln. Da muss ich noch mal ein bisschen fummeln. Warum? Also, wenn man nicht richtig hinguckt, genau. Ja, alles gut. Geht schon. Ist okay. Das Gelbe vom Ei ist es jetzt aber nicht ganz. Ja. Okay, gut. Das soll es gewesen sein. Oh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, oder Mädel. Ich muss mal einer aufräumen. Vielleicht finde ich noch einen Teil. Vielleicht bis gleich. Ciao. Hurra! Hurra! Hurra!